Nicht mal schlecht. Ich höre mich sogar selbst. Das ist ja mal geil. Ja gut. Wenn das Stream besser geht als das Aufnehmen, na dann. Naja gut, ich nehme schon auf, aber... Damit dann herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect 3. Mal gucken, was wir heute so erleben werden. Leider konnte ich nicht alles machen, so wie ich gerne gewollt hätte. Hab sogar das Spiel neu angefangen. Von daher, ja. Wird's auf jeden Fall noch lustig. Ich weiß ja nicht, wie ich das mit Lyra machen möchte, aber wird auf jeden Fall laufen. Shepard. Und was machen Turianer so in ihrer Freizeit? Meistens Pläne für die nächsten Arbeiten an Bord. Ich hätte da einige Ideen für das Vordergeschütz der Normandie. Wissen Sie, was Sie brauchen, Gareth? Das Schalldämpfervisier Mark IV aus dem Waffengeschäft? Ich dachte an ein Date. Entschuldigung, Sie haben meinen Freund hier gemustert. Sie sollten sich kennenlernen. Hallo. Ja, hallo? Und sagen Sie was Nettes. Sie scheinen nett zu sein. Vielleicht etwas ruhig. Introvertiert. Aber sehr anständig. Oh, danke. Glaube ich. Smalltalk. Sind Sie oft hier? Die meisten Stammgäste sind sicher Alkoholiker. Ich bin oft hier. Ich arbeite in der Botschaft und will hier entspannen. Okay, hören Sie. Ich habe da was vergessen. Und ich sollte jetzt besser gehen und es erledigen. Tut mir leid, nochmal von vorn. Ich wollte sagen, mein Name ist Gareth und ich würde gerne etwas mit Ihnen trinken. So würdest du gerne was mit dir trinken. Na dann. Jetzt weiß ich nicht mehr, warum ich es nicht mehr höre, aber hey, meine Freunde, ist mir egal. Hauptsache, wir können so aufnehmen. Ne? Ja, Leute, wo geht's denn jetzt hin? Noch nach zu Czarek, in die drei, einmal ringsumkehrt oder wie? Wir sind, ein Wasserfall untersuchen. Bitte den Wasserfall nicht berühren. Er könnte ja auseinanderfallen. Meine Freunde, bitte unterlassen Sie diese Aktionen. Bitteschön. So. Kommen wir hier wieder raus. Das würde ich ja schon schön finden. Und wie ich gesagt habe, ich konnte nichts machen. Also doch,
Leute, ihr könnt mich eigentlich lieben, Freunde. Ihr könnt mich eigentlich sowas von lieben. Das DLC spielt jetzt keine Rolle mit dem Date und sowas, bla bla blub. Aber nachdem mache ich einfach auf Folgendes. Drücke auf Scheiß Y. Sage mal fucking shit. Grant Shepard etwa 10-mal. Sunny Shepard etwa 6-mal. Taylor Shepard etwa, ja, nochmal 6-mal. Also, ja, und ziemlich viele Klasse. Hihi. Leute, Leute, Leute. Also, ihr könnt mich ja eigentlich lieben, Freunde. Dass ich sowas eigentlich im Instant beherrsche, ne? Und nachgucken kann, wie ich möchte. Auf das bin ich gar nicht gekommen, als ich das Spiel nochmal nachspielen wollte für einen Satz, Leute. Da, stellt, was auf, lasst euch das auf der Zunge gehen. Ich habe 4 Stunden lang schon aufgenommen, hab dann Miranda nicht angesprochen. Das heißt, somit stirbt sie im letzten Akt oder so. Und das dachte ich mir nur so, nö. Weil ich war schon bei der Ratsversammlung wieder und so. Oh Mann. Also das heißt, nach der Genophage, Treffpunkt, 4 Stunden gestern für nichts aufgenommen, Freunde. Für nichts, Leute. 4 Stunden. Heilige Mutter Maria, hab ich mich genervt. Gefällt Ihnen Ihr Landurlaub, Jarvik? Ich soll in einem dieser Videos mitspielen. Das ist angeblich eine große Ehre und stärkt die Kriegsmoral. Behauptet wer? Ah, Commander Shepard. Ich wusste nicht, dass Sie auch kommen. Perfektes Timing. Wirklich perfekt. Sie spielen sich selbst. Achtung, der Proteaner ist am Set. Und sagt dem Stunt-Double, er ist gefeuert. Wir haben jetzt den echten Shepard. Also, alle auf Position. Schnell, schnell. Hintergrund bereit. Kameras los. Und Action. Commander Shepard, danke fürs Kommen. Die drängende Stunde des Untergangs, die so drängend naht, naht drängend. Aber es besteht Hoffnung. Der Rat sagt, Sie haben in einem Kühlschrank einen Proteaner gefunden und aufgetaut. Ja, er war im Eisfach, direkt hinter dem Varenbraten. Jetzt stirbst du! Noch nicht! Der Dialog kommt später! Der Watcher-Ratsherr möge sich bitte weitere Störungen verkneifen! Ich glaube, ich wurde bezüglich dieses Videos falsch informiert. Nun denn, oh weiser alter Proteaner, welche alte Weisheit können Sie uns mitteilen? Salarianische Nieren serviert man bei Raumtemperatur. Sie sind noch besser, wenn der Salarianer noch lebt. Seine Angst gibt der Sache Würze. Proteaner, tut dich nicht melden! Höre ich Proteaner? Diese Person ist vertraut mit Entflammen. Diese Person hat viele Frauen in der ganzen Galaxie entflammt. Blasto, gut, dass Sie kommen! Die Galaxie wird von den Reapern angegriffen! Hätte uns doch nur jemand schon vor Jahren gewarnt! Diese Person hat es versucht. Diese Person wurde ignoriert von verschlossenen Hörmuscheln. Jetzt haben wir Commander Shepard und seinen Proteaner-Partner um Hilfe gebeten. Diese Person hat das Drehbuch nicht so weit gelesen und will der einzige Star bleiben. Moment, was? Wir drehen Blasto 7, Blasto im Krieg. Was ist mit den Kindern? In meinem Zyklus war Ihre Art nur eine Vorspeise. Wollen Sie gekocht oder lieber gebraten werden? Oceana tut sich nicht melden! Diese Person ist nun motiviert. Also gut, Commander Shepard und Proteaner-Partner unbestimmter ethnischer Herkunft. Willkommen im Spectre-Club. Ich bin schon 3 Jahre in diesem Club. Korrekt. Aber Sie sind kein Ultra Spectre Elite 4000 Deluxe. Diese Person ist ein 7000. Weniger Rückstoß, schneller nachladen. Wo ist die Luftschleuse? Ich will ihn rauswerfen. Dafür haben wir keine Requisiten. Soundeffekte los! Hintergrund ändern! Da!
Das ist der Halbbruder der Sovereign, Sluggard. Und er will Vergeltung. Stunt Double, los! Dein Satz. Sag deinen Satz. Jetzt sterbst du! Oh nein! Der Vulture-Ratsherr ist indoktriniert! Diese Person ist der Held der Citadel. Diese Person hat ein Brandprojektil, auf dem der Name des Ratsherrn steht. Diese Person ist der Held der Citadel. Ich mache das. Diese Person besteht darauf. Diese Person scheißt drauf. Diese Person wäre viel lieber noch in ihrem Kühlschrank. Können wir gehen, Commander? Set abreißen. Das Besetzungsbüro soll einen neuen Watcher beschaffen. Vorbereitung für Blasto 8. Blasto, halt die Genophage. Oh nee, Blasto, halt die Genophage. Wollt ihr mich gerade ganz veräppeln? Genophage kann doch keiner heilen. Also, außer wir gerade, aber... nee. Ihr Vollpfeifen. Ihr seid doch echt alles Vollpfeifen. Die Vorräte habe ich unterdessen schon geholt. Dort oben, wo ich angefangen habe mit Let's Playen. Also, die Vorräte sind dort oben, ne? Hier, diese Folge. Also, nicht sauer sein, wenn ihr nicht alles gesehen habt. Also, ja, genau, die Vorräte nicht. Jetzt gehen wir mal noch Liara zu uns zitieren. Liara. Und Tali, glaube ich, noch. Oder nicht? Ich glaube, Tali wollte zu uns und wir haben noch Liara offen gehabt. Freunde der Nacht und des Morgens. Ja, ich streame gerade um, also ja, besser gesagt um 2:30. Naja. Ich wollte einfach mal so gucken, ob es sich besser verhält mit dem Aufnehmen. Ne? Hallo, mein Freund. Gliffy? Du wartest bis später. Wir müssen hier mal rein. Unser Ding blinkt schon wieder. Liara? Willst du wirklich kommen? Nö, ich hol zuerst Tali. Und wehe, du willst mich danach nicht küssen oder als Freundin sein. Ohne Witz. Ey, ich hab nicht dich beide Male genommen. Als Freundin, damit du mir jetzt nicht mir mehr gehörst, ne? Tali ins Apartment einladen. Auf jeden Fall. Viel Spaß, Leute. Hey, schon Pläne für den Abend? Nein, ich bin frei wie der Staub im Solarwind. Nicht bekannt? Aus Flotte und Flottille? Chalai und Balakus auf dem Balkon? Habe ich nie gesehen, dieses Video. Was? Nicht gesehen? Das ist doch nicht möglich. Dann weiß ich, was wir jetzt machen. Aber Chalai, wir können nie zusammen sein. Ich habe meine Pflicht. Du hast dein Volk. Nicht heute. Heute bin ich frei wie der Staub im Solarwind. Sie haben das schon oft gesehen, was? Bei jeder Pyjama-Party. Kila, es steckt so voller Gefühle. Ja, das, genau. Unbedingt. Ich schicke Ihnen später Links zu Extranet-Seiten mit untertitelten Animationen. Du sollst hinter diese Maske sehen. Du sollst wissen, wer ich wirklich bin. Das habe ich bereits. Sie hatte nach dem Film dieser Szene 3 Wochen lang eine Infektion. Das war's total wert. Hust, das war's total wert, meine Freunde. Ich glaube kaum. Naja. Liebe Schnulzen, okay. Von mir aus, ja. Ich vergesse es immer. Das sieht aus wie ein Wohnzimmer. Ohne Witz. So. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehmen werde. Liara ins Apartment einladen, auf jeden Fall.
Grüße, Commander. Shepard. Ich wusste nicht, dass du spielen kannst. Es ist das einzige Lied, das ich kenne. Wie kommt das? Weil es immer etwas Wichtigeres gab. Eine Ruine erkunden, Infos sammeln, einen Commander retten. Es fehlte die nötige Ruhe. Wohl wahr. Ist dieses Lied etwas Besonderes? Bei meiner ersten Ausgrabung zog ein Sturm auf. Wir mussten drin bleiben. Ich war ruhelos und wollte weiterarbeiten. Eine der anderen Archäologinnen, Dr. Olena, hatte überall dieses Keyboard dabei. Sie hat mir beim Warten dieses Lied beigebracht. Ein schönes Lied. Danke, Shepard. Das Lied hat mir eine Freundin beigebracht. Ich bin immer dem Wissen nachgejagt und habe manchmal vergessen, dass man auch durch Nichtstun lernt. Indem man Zeit mit Leuten verbringt, an denen einem etwas liegt. Was haben Sie von mir gelernt? Ich nehme an, wie man sich täglich in lebensbedrohliche Situationen bringt. Ich bin ein guter Lehrer. Der Beste. Okay, ich sollte jetzt gehen. Ich muss noch Berichte durchsehen. Warum bringen Sie mir nicht erst das Lied bei? Ach ja. Ey, Liara, du bist noch hier. Es ist hübsch hier. Soll ich die Berichte transferieren, damit sie hier arbeiten können? Ja, danke, Glyph. Was? Das heißt, sie ist trotzdem meine Frau. Die ist die Einzige, die hier ist. Nicht really? Fuck shit? Tali? Oder, sonst irgendwer? Das ist nur sie da. Okay. Sie will sich bei mir einquartieren. Ja. Oh ja, steht auf. Wenn ihr Liara liebt, steht auf. Wenn ihr Liara liebt, ich liebe sie auf jeden Fall. Weil sie ist immer total verliebt in mich. Oh ja. Sorry, musste ich gerade. Hatte gerade einen kleinen Aussetzer. Lalalala. Was ist denn hier? Musikanlagensteuerung. Okay. Hi, Kuku, meine Freunde. Dann laden wir die Pfeifen mal ein. Also, wen können wir alles einladen? Sicher mal Party feiern, alle einladen, Cortez. Ja, heilige Mutter Maria. Kasumi, Miranda, Samara, Tali, Rex, Said, Jack. Was? Jack ist auch dabei? Nicht dein fucking Shit. Du weißt schon, dass ich noch mit ihr ein Date hatte oder so? Hey, ich hoffe, das hat keine Auswirkungen. Oder kann ich jetzt mit beiden pennen? Was? Weil, das gibt doch Ärger auf der Party. Aber ist okay. Party feiern? Auf jeden Fall. Alle einladen zuerst mal. Welche Art von Party möchten Sie denn heute haben, Commander? Ich kann alles für ruhige Gespräche vorbereiten. Oder hätten Sie es lieber etwas wilder? Ach, wir können sogar noch beide machen. Okay, dann nehmen wir zuerst mal eine ruhige Party. Und die wilde wird danach gestartet. Mir wäre entspannt lieber. Natürlich, Commander. Ich spiele ruhige Musik und reiche Erfrischungen. Außerdem werde ich mich etwas festlicher zurechtmachen. Riz? Glyph? Wie soll das denn gehen? Eine Drohne, die sich zurecht macht. Sowas hat man ja auch noch nie gesehen. Also definitiv. Schade, habe ich noch keine Zuschauer auf Twitch, aber könnte sich ja ändern. Nur herein. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Fühlen Sie sich alle wie zu Hause. Danke.
Ja, danke schön. Hey. Freut mich hier zu sein, Shepard. Oh, komm schon. Mit den Gästen abhängen, was? Ja, das ist mir jetzt klar, aber... Gute Tinte. Aber Sie haben noch viel zu tun, bis Sie mich einholen. Nein, das habe ich mir nur machen lassen, als ich vor ein paar Jahren meinen Trupp verloren habe. Hey, wie sind Sie zu dem da gekommen? Und wie weit geht es runter? Taktvoll wie immer. Was denn? Ich will's doch nur wissen. Da, ich mag Tattoos. Das ist meine halbwegs Freundin, mein Freund. Die habe ich mir im zweiten Teil klar gemacht. Lass die in Ruhe. Hey, Shepard. Trinken Sie auch was? Okay, wie geht es allen? Sehr gut bis jetzt. Es ist wirklich schön hier. Es ist sehr entspannt. Es ist toll. Ruhig. Nach der Aufregung während der Mission ist ruhig doch gut, oder? Mal im Ernst. Wir könnten wirklich einen Zahn zulegen, Shepard. Die Nacht ist ja noch jung. Mir gefällt das so. Ganz Ihrer Meinung, Boss. Bin froh, einfach mal abzuschalten. Das dachte ich mir eben auch, Freunde. Deswegen habe ich eine ruhige Party geschmissen. Dieses Apartment ist einfach unfassbar groß. Da kostet ja nur der Strom pro Monat mehr als meine gesamte College-Ausbildung. Oder der komplette Krieg. Oder die Anzahlung für einen Atlas-Mac. Sowas wollte ich schon immer. Oder eine Klimaanlage für diesen Anzug. Es wird hier drin nämlich wahnsinnig heiß. Werde ich gequatscht? Shepard, wie sieht's aus? Bleiben die härteren Getränke unter Verschluss? Andernfalls müsste ich später alle nach Hause fahren. Sind wir denn sicher, dass die Normandie noch da ist? Hat schon wieder jemand versucht, sie zu stehlen? Die Normandie stehlen? Interessante Idee. Moment. Was? Wer... Trainer, haben Sie Ihre Zahnbürste noch? Wir kriegen jederzeit eine neue Normandie. Jemand muss nur Cerberus anrufen und sie bitten, uns eine SR3 zu bauen. Aber müssten Sie dann nicht Ihren Namen ändern? Tali Zoravos Normandie SR3? Es heißt Bas Normandie. Selbst mich verwirren quarianische Namen manchmal. Wir hatten viele gute Zeiten auf dem alten Mädchen. Das kann man wohl sagen. Unbedingt. Hört, hört. Einige mehr als andere. Es ist mir eine Ehre, dazu gestoßen zu sein. Auf die Normandie. Okay. Was? Cliff? Was? Jetzt kann ich nur mit jedem reden, oder wie? Hi. Ich versuche, Kontakt zu finden. Ich bin daran nicht besonders gut. Kein Fan von großen Partys? Wenn ich jemanden kenne, dann schon. Aber einige der Gäste hier sind Legenden. Ich kann nicht einfach fragen, ob sie den Hummus probiert haben. Ach ja, Dr. Chakwas lässt sich entschuldigen. Irgendeine dringende medizinische Angelegenheit auf der Citadel. Sie hat aber irgendeinen teuren Schnaps geschickt. Großartig! Wäre doch toll, wenn Sie es probieren könnten. Ah, okay. Es ist schön. Ich verbringe sonst nicht viel Zeit so mit den anderen. Als Freunde. Ich bin froh, dass das hier möglich war. Ja, nicht nur du, Liara. Und was kann man mit euch noch bereden? Nur noch mit dir? Hey, James, amüsieren Sie sich? Ich bin entspannt, aber amüsieren? Meine Abschlussfeier im Kindergarten war amüsanter als das hier. Sehr witzig. Keine Sorge, ich werde sehen, was ich tun kann. Wissen Sie, ob der Wasserfall da warmes oder kaltes Wasser führt? Keine Ahnung. Oh Mann, bei mir regnet es gerade wie in Strömen. Demografie. Wenn man einen 20-Jährigen ohne Perspektive rekrutiert, wird der sich für die Sache ins Zeug legen. Aber gibt es bei Cerberus alte Leute? Familien? Nein! So eine Terroristengruppe hat keine Zukunft. Und die Bezahlung war zwar gut, aber Urlaubsanträge konnte man vergessen. Da ging gar nichts. Da fällt mir ein, ich habe gehört, dass Sie Vater werden. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass ich keine Angst habe. Sie machen das schon. Sie haben Beschützerinstinkt. Und genau das braucht man dafür. Was sagen Sie dazu, Joker? Wie würden Sie Cerberus zum Erfolg verhelfen?
Ich würde Cerberus populär machen. Mit einer großen Propagandakampagne, wie bei einer Präsidentenwahl. Wohltätigkeitsdinner, Händeschütteln, Babes küssen. Sie meinen vermutlich Babys küssen. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich vermisse die Zeiten, als Cerberus einfach nur völlig unfähig war. Sie wissen schon, als Sie beide am Steuer waren. Wie bitte? Ich war nur beim Lazarus-Projekt am Steuer. Und das war, wie Sie wissen, überaus erfolgreich. Hey, Commander, hier spricht Cerberus. Wir haben einige Rachni studiert, aber die sind entkommen und haben alle unsere Männer getötet. Könnten Sie sich darum kümmern? Es ist nur ein System von dem Ort entfernt, wo wir einen Mann an die Geth angeschlossen haben, der dann entkommen ist und alle unsere Männer getötet hat. Sie hatten beträchtliche Opferzahlen vorzuweisen, aber wenigstens waren es damals hauptsächlich Opfer in den eigenen Reihen. Wir wussten, dass einige Zellen schlimme Sachen machten, aber die Allianz und der Rat haben nichts unternommen. Und wir haben gute Arbeit geleistet. Und kritische Situationen verursacht, jede Menge davon. Hey, das ist nicht okay, Kasumi. Aber wir haben Commander Shepard zurückgebracht. Und nach dem Sieg über die Kollektoren habe ich mit Cerberus gebrochen, bin entkommen und habe angefangen, alle ihre Männer zu töten. Und dafür danken wir Ihnen. Jeff, du weißt aber schon, dass ich auch ein Cerberus-Projekt bin. Ach, Mist. Naja, aber du bist rehabilitiert, Edi. Und außerdem, Kasumi, war geil, wie sie hier einfach mal Liegestütze gemacht hat und was zugesagt hatte. Edi? Haben Sie heute Beobachtungsabend, Edi? Teilnehmende Beobachtung. Das klingt nicht ganz so freundlich. Eigentlich ist es das genaue Gegenteil. Danke für die Einladung, Shepard. Es ist schön, Sie so zu sehen. Dankeschön. Hey, Commander. Och, nö. Sie seltsam, alle auf einem Haufen zu sehen. Finden Sie? Naja, seltsam, aber schön. Es gefällt mir, dass wir nicht immer nur Armdrücken gegen die Reaper machen. Wie auch immer, danke fürs Organisieren. Ich werde versuchen, nicht allzu peinlich zu sein. Das hoffe ich doch. Und sorry, dass ich den guten Jacob abgewürgt habe. Aber ey. Ich muss zugeben, ich fühle mich immer noch ein bisschen wie eine Außenseiterin. Sie alle haben schon viel mehr mit Shepard erlebt. Meistens rennen wir nur rum und ballern, drücken hin und wieder einen Knopf. Aber das macht Shepard eigentlich immer selbst. Ja, immer knapp am Tod vorbei, gerade noch entkommen und öfter fast gestorben, als ich mich erinnern möchte. So gesehen hätte Shepard eine gute Justikarin abgegeben. Dankeschön. Ich erinnere mich an das erste Zusammentreffen mit Shepard. Ich habe nur gedacht, hoffentlich hat er geduscht, denn ich muss meinen Filter ersetzen und Menschen sind so voller Bazillen. Hey. Und 3 Jahre später essen sie seine Lebensmittel. Das nenne ich Fortschritt. Danke. Okay, ich geb's zu. Als ich zum ersten Mal von Archangel hörte, dachte ich, es wäre so eine Art Maskottchen für einen Parfumhersteller. Freut mich, dass Sie sich solche Hoffnungen gemacht haben, Tali. Als ich zum ersten Mal vom Shadow Broker hörte, dachte ich, er wäre ein Schattenboxer. So eine Art Elkor-Boxsack. Genau das soll die Galaxie auch denken. Nicht, dass ich daran ein persönliches Interesse hätte oder so. Oh Gott. Hey, die Sprüche teilweise. Wo ist eigentlich Jarvik und der Rest der Crew wie Rex? Hallo? Rex? Rexy? Wo bist du denn, mein Rexy? Wo ist mein Rex? Wo ist Grunt? Wo ist fucking, Shepard? Fresse halten. Aber Sie haben keine Pläne nach, Edi? Etwas Menschlicheres? Nein. Sie ist klug, sie ist witzig und sie steht auf Raumschiffe. Sie wissen, was Sie wollen. Das respektiere ich. Definitiv. Wo ist Rex? Wo ist Jarvik? Haben die verpennt oder was? Was? Jarvik? Jarvik! Rex! Ach, dort oben sind die Pfeifen! Said und... Proteanische Versammlungen waren ganz anders.
Wir dachten über die Zukunft nach und respektierten die Toten. Klingt langweilig. Auf den Versammlungen, die ich besuche, wird meistens viel gebrüllt und geflucht. Ach ja. Wenn ein paar Kroganer zusammenkommen, ist es immer lustig. Und es geht viel zu Bruch. Das klingt schon besser. Stimmt. Sowas funktioniert viel besser, wenn man redundante Systeme und eine natürliche Plattenpanzerung hat. Kein Einspruch von mir. Wer ist stärker? Sie oder die Tankzüchtung? Das würde mich auch interessieren. Grunt. Das habe ich verpasst. Der Proteaner hier will wissen, wer einen Kampf zwischen mir und Rex gewinnen würde. Das ist doch unbestreitbar eine gute Frage, Shepard. Es ist eine gute Frage. Nein, ist es nicht. Der Babypajak hier hätte nicht die geringste Chance. Hören Sie nicht auf dieses Fossil. Das Einzige, was der noch besiegt, ist ein Glas warme Milch. Ha! Ich habe Kopfläuse, die größer sind als Sie, Junior. Ha! Wir sollten die beiden Turteltäubchen in Ruhe lassen. Lieber nicht. Ich will keine neuen Möbel kaufen müssen. Das erinnert mich an Koras Nest. Da war ich lange nicht. Ich frage mich, ob es hinter der Bar etwas Stärkeres gibt. Es gibt hier zu viele Sachen zum Kaputtmachen. Wird bestimmt eine lustige Party. Was ist denn das für eine Musik? Doch nicht etwa diese Club-Scheiße, oder? Wenn in meinem Zyklus zu viele Personen in einem Raum waren, liefen sie Gefahr, bei einem Angriff alle zu sterben. Wir sollten vorsichtig sein. In 50.000 Jahren wird sich an diese Party niemand mehr erinnern. Wozu also das Ganze? Vorsicht! Etwas namens Kasumi befindet sich hier. Es tut so, als sei es unsichtbar. Dumme Primitive. Diesen Augen entgeht nichts. Oh, komm schon. Die... Ey, ich musste vorhin so lautstark lachen, dass ich echt die... ich durfte echt nicht reden, echt. Das hätte übersteuert, Freunde. Ihre Gäste sind entspannt und scheinen sich zu amüsieren. Soll ich diese Atmosphäre beibehalten oder ändern? Wir geben Gas. Naja. Ich will erst noch einiges klären, bevor wir etwas ändern. Natürlich, Commander. Definitiv. Denn wir werden die Party erst im nächsten Part beenden. Allerdings gehe ich jetzt hier nochmal gucken, was wir denn hier so machen könnten. Gar nichts, es leuchtet aber. Nicht gerade cool. Badezimmer. Wir können ja das Badezimmer ein bisschen neu gestalten. Naja. Luxus-Toilettentisch. Oh, komm. Gönnen wir uns Bettzug. Also, ja, oh, komm. Einfach, was? Ja, komm, einfacher Bettanzug. So. Was können wir denn noch machen, Freunde? Küche. Moderne Küche oder einladende Küche. Ich glaube, ich würde die moderne Küche weiterempfehlen. Während ich jetzt die Sitzmöbel auch noch hier ein wenig verändere. Weiß. Ich würde gerne ein bequemes Sofa haben. Oh Mann, jetzt pisst's echt. Vielleicht hört es im Hintergrund. Was zur Hölle? Leichter Couchtisch. Hört ihr es im Hintergrund? Das ist wenigstens kein nervendes Geräusch. Dekoriert aus gefärbten Glasschichten. Designregal, Standard, Dekorationswand oder eben bernsteinfarbenes Dekoration. Ah, ich würde das bevorzugen. Jetzt gucken wir uns doch schnell mal um, was denn sich so geändert hat. Commander, schön, Sie wiederzusehen. Ah, danke, gleichfalls, Freunde. So, ich möchte jetzt aber allerdings doch noch die Party weitermachen. Ja. Ja, wir geben Gas. Ich denke, wir sollten etwas mehr Gas geben. Verstanden. Ich spiele schnellere, laute Musik und bereite weitere Cocktails vor. Dankeschön. Und jetzt geht's ab in die zweite Runde, Freunde. Und zwar
in die Partylaune. Jetzt sind wir mit den Gästen abhängen. Ich hab gehört, hier findet eine große Party statt. Können wir reinkommen? Nein, können Sie nicht. Wir können Sie wieder. Wir können Sie einladen. Wie läuft's bei Ihnen? Sie können nicht reinkommen. Es läuft bestens. Das sehe ich. Wollte schon jemand Interessantes rein? Nein, nicht wirklich. Verziehen Sie sich. Nein. Vielleicht sollten Sie mich das entscheiden lassen. Was? Okay, aber ich sag Ihnen, da draußen geht's übel zu. So schlimm kann's doch nicht sein. Hallo? Ja. Grant, Sie leisten gute Arbeit. Weiter so. Mach ich. Ich hab's Ihnen doch schon gesagt. Nein. Ja, ich mag Kuchen. Nein, Sie können nicht reinkommen. Hey, Shepard, danke für die Einladung. Ich war noch nie auf einer Menschenparty. Kein Problem. Ich mag gerne, Freund. Mein persönlicher Türsteher, Grant. Ja, Mann. Hey, Schätzchen. Wir haben nie darüber gesprochen. Aber wir beide haben viel gemeinsam. Wirklich? Aber natürlich. Wir sind beide Jäger, stimmt's? Sieht so aus. Und? Und, naja, und wir sehen beide gut aus. Nicht wirklich. Nur sie sieht gut aus, aber du? Nicht wirklich. Hallo, Shepard. Said leistet mir gerade etwas Gesellschaft. Hallo. Bewundern Sie das Kunstwerk? Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Nicht wahr, Shepard? Nicht wahr, meine Schöne? Was halten Sie davon, Samara? Moment, Moment. Kein Grund, so hochnäsig zu sein. Ich habe nicht gesagt, dass es mir nicht gefällt. Es gefällt mir durchaus. Ganz ehrlich, ich bin nicht mal sicher, was das ist. Mir gefällt, wie die Farben verschmelzen und die Tiefe des... Ich habe keine Ahnung, was ich da rede. Mich macht es nervös, als läge ich allein in der Dunkelheit auf der Lauer und plötzlich streicht ein kalter Wind über mein Gesicht. Wie der Kuss des Todes. Ah. Sie sind ein kompliziertes Individuum, Said Masani. Da haben Sie verdammt recht. Das sagst du, Samara. Okay. Sie führen also die Studenten der Grissom Akademie an. Und? Ist das ein Problem? Nur überraschend. Laut Ihrem psychologischen Profil waren Sie hauptsächlich an sich selbst interessiert. Sie sagen mir, dass ich nur an mir selbst interessiert bin? Oh, das ist wirklich perfekt. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass ich vielleicht versuche, als Person zu wachsen? Oh, ich sehe, dass Sie gewachsen sind. Ich nahm an, der Grund seien diese Dinger, die Sie da tragen. Oh, die? Ja, die waren früher mit einem Ledergurt abgebunden. Es ist keine gute Idee, auf einem Hochsicherheitsgefängnisschiff seine Auslage zu präsentieren. Das Vergnügen hatte ich nie. Sie würden es nicht überleben. Sie könnten sich einen Nagel abbrechen. Sie haben ja keine Ahnung, wozu ich fähig bin. Sie sind ein verzogener, reicher Cheerleader. Opfer. Laborklonprinzessin. Ich glaube, Sie sollten längst im Bettchen sein. Oh, habe ich einen Nerv getroffen? Ich kam leider nicht dazu, Ihr psychologisches Profil zu lesen. Meine Damen, wie ich sehe, haben wir alle genug zu trinken. Keine Sorge, Shepard. Diesmal werde ich nicht die Wand mit ihr beschmieren. Und mir fällt für Sie nichts Schlimmeres ein als dieser Haarschnitt. Hey, Cheerleader. Meine Frisur und ich haben in diesem Krieg Rohlinge und Marodeure an der Front bekämpft. Während Ihnen so ein Typ mit Schwert den Schwabbelarsch versohlt hat. Sehen Sie, Shepard? Beste Freundinnen. Also ehrlich, es würde bestimmt helfen, wenn Sie beide sich einfach küssen und die Sache hinter sich bringen. Was?
Naja, hier geht's doch nur um sexuelle Anziehung, stimmt's? Zwei mächtige Biotikerinnen mit starker Persönlichkeit, die mit ihrer Sexualität umgehen können. Sie verscheißern mich. Oh mein Gott. Ich bin bereit zur Aufnahme. Für sowas gibt's bestimmt einen Markt. Kasumi, ich werde sie finden und ihnen höllisch wehtun. Ach Mann, ich brauche noch einen Drink. Für mich auch einen. Ohne Eis. Keine Sorge, Shepard. Der Cheerleader und ich, wir machen nur Spaß. Sicher? Es sah ziemlich ernst aus. Ach was. Sie kämpft besser, wenn sie sauer ist. Ich will sie nur in Form halten. Ach, die zwei. Oh Gott. Die zwei sind einfach eine 10 auf der Skala. Miranda und Jack. Die zwei können sich doch echt nie leiden. Schlimmster Planet, über dem ich je abgeschossen wurde? Vor dem Krieg? Vor dem Krieg. Nur Welten mit eigenem Leben. Das dürfte Tarith sein. Eine Gartenwelt mit Chlorsümpfen. Ich halte Tarith und erhöhe auf Zoria. Die Heimat der Giftsporen und der Sportlerlunge. Keiner von ihnen würde auch nur einen Tag auf Tuchanka überleben. Und Tuchanka unterstützt das Leben. Sie meinten sicher verschlingt. Genau darum geht's doch. Es gibt dort Kleintiere, die ihnen die Eingeweide rausreißen. Nun, wenn ich mit dem Kodiak abstürze, habe ich meinen Waffenschrank. Dann sollen die wilden Tiere nur kommen. Hey, Männer. Fachgespräch? Keine Sorge, wir haben Spaß dabei. Sie haben also keine Schusswaffe unter Ihrem Pilotensessel? Der Waffenschrank ist auf der Brücke. Praktisch in Reichweite. Eine Waffe, an die man nicht rankommt, ist praktisch nicht vorhanden. Wann haben Sie das letzte Mal mit einer Handfeuerwaffe trainiert? Irgendwann, bevor der kampftüchtige Roboter mein Co-Pilot wurde. Das ist nicht gut. Was ist, wenn Sie eines Tages mal Edi retten müssen? Das ist nicht akzeptabel. Sie sollten immer im Training bleiben. Piloten sind auch Krieger. Wissen Sie, was das ist? Ein Notfall! Bringen Sie diesen Mann raus und lassen Sie ihn Zielübungen machen. Ganz genau. Sie sollten auf der Anlage ein wenig üben. Stimmt's, Commander? Sie kriegen mich nicht zum Schießen. Meine Testosteronwerte sind ziemlich hoch. Ich fliege eine tödliche Kriegsmaschine, schon vergessen? Joker, Sie überraschen mich. Was ist mit dem Kollektorenangriff? Auf der Brücke kann es ziemlich gefährlich werden. Hey, genau das ist doch mein Argument. Hätte ich damals auch nur einen Schuss abgefeuert, wären sie über mich hergefallen. Die wahre Waffe ist der Verstand. Nimmt man den weg, bleibt nichts mehr übrig. Trotzdem wäre es schön gewesen, in der Sushi-Bar etwas Verstärkung zu haben. Es gibt auf der Citadel einen Kampfsimulator. Nein, verdammt! Vielleicht eine Schießanlage, wenn's unbedingt sein muss. Vielleicht. Aber nicht, wenn ich erschöpft bin oder einen Kater habe. Ein Kater ist perfekt, um zu trainieren. Jedes laute Geräusch macht einen wütend. Cortez, ich bin dabei. Wenn Sie in der Verfassung sind, mich hinzubringen, bitte. Aber heute Nacht müssen Sie gegen mich antreten. Großartige Party. Man sieht sie später auf der Tanzfläche. Warten wir es ab. Nein, bitte nicht. Shepard kann nicht tanzen, deswegen. Und ihr beiden? Habt nichts zu melden? Schade, schade. Ja gut. Hier ist jetzt keine Sau mehr. Wie war der Name? Ach ja, nein. Immer die gleichen wollte rein, irgendwie. Nö, echt nicht. Liara? Absolut. Biotik ist beeindruckend. Ich habe nie was anderes behauptet. Sie meinen aber damit, dass sie nicht so beeindruckend ist. Ich meine überhaupt nichts. Ich sage lediglich... Ach, scheiße. Nein, schon gut. Ich bin sicher, hier fühlt sich niemand beleidigt. Mag sein. Was wollen Sie eigentlich sagen, James? Ich sage nur... Also, was ich sagen will... Ich meine, sehen Sie sich diese Waffen an. Mit Biotik bekommen Sie nicht so ein großartiges Instrument. Diese körperliche Perfektion, wie Sie sie vor sich sehen. Okay, Sie arbeiten dafür. Verstehe. Ich mein's ernst.
Sehen Sie mich nur an. Oh, ich weiß nicht, ob Ansehen ausreicht. Können Sie Ihr Argument weiter unterfüttern? Kommen Sie nur näher. Nicht schüchtern sein. Ja, nicht schüchtern sein. Hey, was geht hier ab? Benehmen sich alle? Natürlich, Shepard. James erklärt gerade, dass körperliches Training besser ist als Biotik. Wirklich? Den Schuh wollen Sie sich anziehen, James? Kommen Sie, Loco. Sie müssen mich dabei unterstützen. Biotik ist stark, aber unberechenbar. Diese ganze Abklingnummer... Shepard, wo haben Sie den denn gefunden? Sein Körper kann man verbessern. Aber Biotik, die ist, wie sie ist. Er scherzt. Richtig, James? Ich meine, worauf genau wollen Sie hinaus? Okay, okay. Vielleicht meine ich nicht die Konditionierung an sich, sondern die Konditionierung eines gewissen James Vega. Kommen Sie, Ashley. Nicht wahr, Liara? Sehen Sie sich das an. Dieser Kerl braucht nie eine Abklingzeit. Im Gegenteil. Je heißer, desto besser. Ein Brüller. Seien Sie still und machen Sie ein paar Sit-Ups. Kasumi. Ich guck doch nur. Ach, bei der Göttin. James, das ist hohl. Die Biotik wäre der klare Sieger. Wir reden hier über die Nutzung dunkler Energie. Ja, verstehe schon. Sehen Sie sich um. Diese Diskussion konnten Sie nicht gewinnen. Ist okay, Mann. Schon okay. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ashley, könnten Sie mich nicht unterstützen? Nicht ohne eingehendere Untersuchung. Wirklich? Ich denke, das lässt sich machen. Also, dann? Okay. Drinks, Snacks, bedienen Sie sich. Oh Mann. Biotik hätte auf 100 mehr Chancen als das, was die gerade machen wollten, ja. Also, wenn die gegeneinander gekämpft hätten, wäre es ganz schief gelaufen. Du kannst mich alles fragen. Für James. Als sie noch glaubten, ich sei eine einfache VI, da haben sie Bemerkungen über meine Stimme gemacht. Oh nein. Soll ich lieber woanders hingehen? Nein! Nein, nein, ich wollte sie etwas fragen. Sie sprachen doch gerade vom Antriebskern der Normandy. Nein. Würden Sie, bitte... Ich möchte verstehen, warum Sie meine Stimme sexuell attraktiv finden. Oh, das ist ja schon länger her. Ich weiß nicht mal mehr, was ich da genau gesagt habe. Sie schon. Soll ich meine Aufzeichnungen, Ihre Äußerungen für Sie abspielen? Hab ich doch gesagt. Tali, bitte hören Sie auf, mir zu helfen. Stimmt irgendwas nicht? Ich habe Spezialistin Trainer gefragt, warum sie meine Stimme sexuell attraktiv findet. Das hier ist ein ausgezeichneter Käse, Shepard. Ich habe ein Stück davon durch die Filter konsumiert. Ist er organisch? Einmal haben sie gesagt, sie würden gern, ich zitiere, meine Stimme gegen die Wand nageln und mit ihrer Zunge ihr Schlüsselbein ablecken. Nun, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Sie sprachen über Quantenverknüpfung und ich wusste nicht, dass sie eine KI sind. In dem Käse ist irgendein Kraut, das ich nicht identifizieren kann. Salbei oder Basilikum? Außerdem habe ich nur Spaß gemacht. Dazu der Stress wegen der Nachrüstungen und... Wirklich? Mein Diagnoseprogramm sagt, Sie seien tatsächlich erregt gewesen. Dextro-Kräuterkäse sind total schwer zu kriegen. Den Turianern ist sowas ja egal. Sie haben ein Diagnoseprogramm? Cerberus hat Ihnen beigebracht, Körpersprache zu analysieren? Verlässlichere Resultate erhalte ich durch die Messung der Pupillenerweiterung und die Temperaturwerte der erogenen Zonen. Ach, du meine Güte. Moment, das ist doch Dextrokäse, oder? Kila, habe ich etwa vergessen, den Käse zu scannen? Und genau deshalb trinke ich sonst nie. Man muss fair bleiben, Trainer. Edie hat tatsächlich das Recht, Aussagen zu hinterfragen. Mich hat einfach interessiert, wie Trainer ein sexuelles Empfinden für etwas entwickeln konnte, das zu dem Zeitpunkt eine körperlose Stimme war. Ihr seid alle furchtbar.
Edie, ich entschuldige mich dafür, dass ich gesagt habe, ich würde mich gerne nackt mit ihrer Stimme in Satinbettwäsche wälzen. Oh, ich fand das nicht schlimm. Im Gegenteil, es war schmeichelhaft. Auch der Teil, wo ich ihre Stimme an den Haaren packen und mich ihr an ihrem Rückgrat entlang nach unten arbeiten wollte? Ich erinnere mich nicht daran, dass Sie das gesagt haben, Samantha. Oh, dann habe ich's also nur gedacht. Vergessen Sie's. Beachten Sie mich gar nicht. Ich starte nur eben mal ein Toxinbehandlungsprogramm, damit ich nicht sterbe. Ich werde hier einfach ruhig sitzen und hoffen, dass jemand das Thema wechselt. Peinlich? Peinlich. Oh Gott, wie Tali immer versucht hat, das Thema zu wechseln mit Käse oder sonst was. Oh, oh Mann. Und eine Frau, wenn sie eben auf eine andere Frau steht, kann das auch schon bei der Stimme sehr antörnend werden. Naja, Cliff. Ihre Gäste scheinen sich zu amüsieren. Was soll ich jetzt tun? Ja, komm, tanzen. Mach die Musik lauter, damit die Leute tanzen können. Sehr gut, Commander. Ich hatte bislang kaum Gelegenheit, meine Hüpf- und Wackelfunktion einzusetzen. Was? Das habe ich schon total vergessen, dass der sowas gesagt hat. Was? Hüpf- und Wackelfunktion ist okay. Dann hüpfel und wackel du mal. Mit den Gästen abhängen, und zwar, wenn sie tanzen. Jeff? Ja, Edie? Bei sozialen Events wie diesem ist es üblich, mit Freunden oder Geliebten zu tanzen. Würdest du mit mir tanzen? Damit das passiert, muss mehr kommen als eine höfliche Bitte, Edie. Ich habe Aufnahmen, wie du im Schlaf sprichst, die ein höchst unterhaltsames Extranet-Video abgeben würden. Okay, das ist Erpressung. Er will also nicht mit dir tanzen, was? Hallo, Shepard. Nein, will er nicht. Aber ich schon. Wie der lacht. Oh Mann. Der lacht nur so, weil er weiß, wie Shepard tanzt. Jetzt mal im Ernst, tun Sie es nicht. Nun, dann sollten Sie vielleicht mit ihr tanzen. Andere Leute tanzen auch, Jeff. Das sehe ich. Und ich sitze hier und genieße meinen Drink. Joker. Nein. Na los. Nein. Im Ernst? Na gut. Dankeschön, so geht das. Das Tanzen in Kriegszeiten ist eine Verschwendung wertvoller Energie. Ich persönlich kann nicht tanzen, weil ich mich bewege wie ein öliger, einbeiniger Baron. Kein schöner Anblick. Was ist denn hier los? Shepard, ich hab was gefunden, auf das ich schießen kann. Ja, das sehe ich. Schon okay. Wir sind alle Profis. Einige von uns haben keine Tiefenwahrnehmung, aber das ist kein Problem. Keine Sorge. Sowas passiert auf kroganischen Partys ständig. Und dennoch beruhigt mich das nicht. Ich gehe dann besser wieder. Wie Sie wollen. Jo, wir gehen mal besser wieder. Wir gehen jetzt mal irgendwo, wo es amüsanter ist. Wir gehen mal hier rauf. Oh. Unmöglich. Wohl möglich? Sie haben Bios. Shepard. Was ist los? Ich demonstriere lediglich meine biotische Überlegenheit. Sind Sie okay, James? Das ist toll. Ich zittere am ganzen Körper. Genau. Cool, was? Ich kann dieses Gefühl jederzeit haben. Finden Sie es entspannend? Irgendwie schon. Unter anderem. Steht Ihnen gut.
Ich bin froh, dass Sie die Wette verloren haben, James. Wann bin ich dran? Vorsicht! Ich brauche morgen früh die gesamte Crew. Okay, Schluss mit dem Spaß. Setzen Sie mich ab. Los, tanzen wir! Tolle Party, Shepard. Ich bin angenehm überrascht. In der Tat. Schön, nicht wahr? Seltsam, alle an einem Ort zu sehen. Es ist perfekt, wirklich. Hey, Shepard. Oh yeah, wir haben zwar wieder etwas übersprungen, aber okay. Ich schau doch. Oh Gott. Schauen Sie, ich finde, dass sie schön sind. Und der totale Wahnsinn. Oh, danke. Das ist süß. Sie sind auch irgendwie süß. Ihre Lippen sind eine Offenbarung. Ach ja? Ja. Wow. Hey, was liegt an? Nichts. Wirklich? Nein, Shepard. Alles bestens. Lieutenant, haben Sie soeben gekichert? Das war kein Kichern. Ich bin nur... Sieht aus, als hätten Sie beide Spaß. Tut mir leid wegen der Störung. Ich sollte vermutlich nach Cliff sehen oder so. Bis später, Shepard. Die beiden sollte ich mal wohl nicht stören. Die beiden passen super zueinander. Okay. Das heißt, wir gehen hier wieder mal runter. Alle sind ja auf der Tanzfläche. Das heißt, hallo, Freunde. Außer jemand ist noch hier, aber... Habt ihr fertig geredet schon? Weiß? Oh, nee. Nee, check. Nee. Kapitän an Deck! War er immer schon so? Shepard rettet die Galaxie. Da muss man hinwegsehen über einige Eigentümlichkeiten. Es ist sehr enthusiastisch. Beeindruckend. Wir sollten das aufnehmen und den Reaper schicken. Entweder laufen sie dann weg, schmelzen zusammen oder verlieben sich. Überanstreng dich nicht beim Rumrudern, Shepard. Wir machen's später auf dem Tisch. Hey, einige von uns essen an diesem Tisch. Völlig richtig, Kumpel. Was? Was? Hey, ich hab immer noch ein Date mit Liara. Was soll das? Und da, was Garrus gesagt hat. Echt der nice Scheiß. Es ist nur eine Vermutung, Shepard, aber was sie da auch immer servieren, es wirkt langsam. War Liara schon immer so blau? Ey, lass Liara aus dem Spiel, sonst lass ich dich nicht weg, Mann. Ohne Witz. Mit Gästen abhängen? Mit wem noch? Gruppenfoto machen. Okay. Hey, an alle, kommen Sie mal kurz hier rüber. Wir wollen zur Erinnerung ein Foto machen. Nehmen Sie auf dem Sofa Platz. Ein ausgezeichneter Vorschlag, Shepard. Gute Idee. Ich will einen Abzug. Platz da! Platz da! Danke, dass Sie alle gekommen sind. Auf uns! Bereit, Cliff? Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit in diese Richtung. Okay. Alle sagen Normandy! Normandy! Oh, zum Glück darf ich dann nochmal die Party machen. Einmal wegen Liara und einmal wegen, weil ich wahrscheinlich mit Jack eine Beziehung weitergemacht habe. Das wusste ich gar nicht, dass man das so kann. Okay. Ja, ich bin mit Jack im Bett. Was für eine Nacht. Na, wer ist denn da? Oh, das war wunderbar. Es tut gut, sich hin und wieder mal richtig zu entspannen.
Mann, hast du nicht mal einen Kater? Nein. Bring mir Wodka, dann kann's weitergehen. Sehen wir nach, ob sonst schon jemand wach ist. Okay, können wir machen. Och, nö. Aber hey, wir finden hier noch ein Datenpad. Was ist denn das schon? Das ist doch das von Morden. Shepard, hoffe es geht Ihnen gut. Wusste, dass Mission auf Tuchanka Ende bedeuten kann. Habe Vorbereitungen getroffen. Habe Freunde bei der STG gebeten, Ihnen das hier zukommen zu lassen, wenn Sie das nächste Mal außer Dienst sind. Ältere Werke von mir. Auftritte, Geschichten, pure Unterhaltung, die aber vielleicht trotzdem nützlich sein kann. Viel Glück. Die Prophase macht Chromatine zu Chromosomen. Das ist für die Zentromere in der Metaphase ein gutes Omen. Die Anaphase führt zur Teilung. Telophase ist da. Und wenn Zytokinese kommt, sind's Zellen. Wunderbar. Hallo, Perry der Pijack. Freut mich, hier zu sein. Wissenschaft macht Spaß, sehr respektiert. Erziehung der Jugend entscheidend für Zukunft. Also, Kinder, Wissenschaft ist Schlüssel zum Fortschritt. Kann aber esoterisch und indirekt wirken. Praktische Demonstration hilfreich. Varan freilassen. Herkunft Tuchanka. Gefährliches Raubtier. Kann aber mit normalen Haushaltschemikalien ausgeschaltet werden. Beobachten. Moment, bitte Perry den Pijack von Varan entfernen. Puppe ähnelt Beute. Könnte Angriffsins... Oh. Problem. Schlage Nachgeben vor. Verteidigung kontraproduktiv. Sedativ müsste ihn aufhalten. Oder auch nicht. Ah, kein Angriff. Paarungsinstinkt, natürlich. Seht, Kinder, Schlüssel zur Wissenschaft, Hypothesen testen, beobachten. Nächste Hypothese, Neuralschock. Ah, Neuralschock, ganz klar wirkungsvoll. Perry der Pijack besteht eindeutig aus brennbarem Material. Fragen? Leucin, Valin, Leucin, Iso, Leucin, Alanin. Alle sind aliphatisch, da sieht man keinen Ring. Die einzige Aminosäure mit Ring, die heißt Prolin. Aus Protein sind wir geformt. Mit zwei Hydroxylgruppen gibt Serin und Threonin. Für Schwefel fällt der Blick auf Cystein und Methionin. Bei Basen gibt es Arginin, Lysin und Histidin. Aus Protein sind wir geformt. Und jetzt die Aromaten. Tryptophan und Tyrosin und Phenylalanin. Asparagin und Glutamin sind Säuren, wie mir schien. Amide bei Asparagin und auch Glutamin. Aus Protein sind wir geformt. Omega. Der Himmel hatte die Farbe eines toten Vulture, der von einer Videokamera gefilmt wird. Das Geschäft lief so schlecht, wäre ich ein Volus. Ich hätte meinen Anzug verkauft. Dann kam der Ärger durch meine Tür. In tiefe Masari Blau, mit Doppler-Effekt. Vater wahrscheinlich Elkor. Angepasst an hohe Gravitation. Genau an den richtigen Stellen. Asari sagte, ein kroganischer Gauner sei hinter ihrem Geschäft her. Wenn ich ihn los würde, wäre sie dankbar bis in alle Ewigkeit. Fand den Kroganer in den Slums. Der erste Schuss traf sein Primärherz, aber Kroganer haben ein redundantes Nervensystem. Fühlte mich selbst redundant, nervös. Kroganer nahm mich in einen Würgegriff. Setzte Verbrennungsangriff ein und hatte Glück. Sollte ein leichter Job sein, keuchte er. Wir hatten uns wohl beide die Finger verbrannt. Asari, überaus dankbar, konnte in ihr lesen wie in einem offenen Buch. Und lesen machte mir wirklich Spaß. Vor allem im Bett. Wachte auf und sah in den Lauf einer Carnifex mit Permutgriff. Meine M98 war im Nebenzimmer. Über mir stand eine andere Black Widow. Letztes loses Ende, sagte sie. Schwerer Fehler. Wusste nicht, dass ich bei der STG gewesen war und Tricks kannte, die schmutzig genug waren, den Filter eines Quarianer-Anzugs zu verstopfen. Ihre Barrieren ähneln ihrer Moral, sagte ich, und warf meine biotische Granate. Warp. Als ich nach der Explosion erwachte, war Asariens Afterlife zurückgeflohen. Pures Glück, nicht selbst im Jenseits zu sein. War nicht bezahlt worden, hatte aber trotzdem Glück gehabt. Hatte die einzige Regel auf Omega gebrochen. Auf mehr als eine Art. Durch viele Gefahren, Mühen und Fallen, bin ich bereits gekommen. Die Gnade brachte mich so weit und Gnade geleitet mich heim. Vielleicht nächstes Mal. Bis dahin, Konzentration auf Patter-Songs.
Die Prophase macht Chromatine zu Chromosomen. Das ist für die Zentromere in der Metaphase ein gutes Omen. Die Anaphase führt zur Teilung. Telophase ist da. Und wenn Zytokinese kommt, sind Zellen wunderbar. Hallo, Perry, der Pijack. Freut mich, hier zu sein. Wissenschaft macht Spaß. Haben wir letzte Nacht was kaputt gemacht? Dann könnte ich es natürlich kalibrieren. Ja, schon. Vielleicht sollte ich das Wort einfach nicht mehr sagen. Aber nur, wenn Liara mit diesem Ei der Göttin aufhört. Zum Glück gibt es hier mehrere Badezimmer. Miranda braucht ewig für ihre Frisur. Dabei sollte das bei ihren Genen gar nicht erforderlich sein. Hat jemand Tee gemacht? Ich könnte ein Tässchen vertragen. Das Apartment wirkt jetzt so ruhig. Shepard, guten Morgen. Ich werde sterben. Ich wusste gar nicht, dass man in einer Nacht so viele Toxinfilter verbrauchen kann. Habe ich eine Tätowierung? Ich erinnere mich an irgendwas mit einer Tätowierung. Um das klarzustellen, die Party war toll, aber... Naja. Ich bleibe einfach hier. Okay, du bleibst hier, wenn du meinst. Hey, Kasumi. Morgen, Shep. Mit den Vorräten fürs Frühstück haben sie sich ja ganz schön angestrengt. Ich habe gar nichts gemacht. Ich wusste gar nicht, dass man auf der Citadel echte Milch bekommt. Ich habe davon getrunken, weil ich dachte, es wäre Soja. Ich bin gar nicht laktoseintolerant. Ich mag nur das Rumgezicke deswegen nicht. Okay. Schade, dann kriegt ihr auf jeden Fall noch die Roomtour mit Liara. Weil, ja... Es kann es nicht sein, dass ich hier mit Jack was angefangen habe. Nein! Und das nur, weil ich ganz am Anfang was gefällt habe. Hey, Commander. Was für eine Nacht. Oh, sag nix. Ist länger her, dass ich hartes Zeug getrunken habe. Wurde aber auch Zeit. Wenn man mal 700 ist, muss man für so eine Nacht am nächsten Morgen teuer bezahlen. Sag nix. Ich habe mich nicht übergeben. Und das macht mich ziemlich stolz. Shepard, schön, dass Sie schon auf sind. Na? Hoffentlich hat mein Schnarchen niemanden geweckt. Seit ich mir die Nase gebrochen habe, klinge ich wie eine Kreissäge. Übrigens, Sie haben kaum noch Speck. Unseren Speck zumindest. Von der Dextro-Scheiße ist noch was im Kühlschrank. Ich habe 3 Streifen für Sie übrig gelassen. Ich denke, das ist eine faire Vergütung für die vielen Male, die Sie mich gerettet haben, oder? Morgen, Shepard. Gut geschlafen? Ich dachte, die vielen Tequila-Shots mit James hätten mich auf letzte Nacht vorbereitet. Einige Nachbarn haben sich gestern über den Lärm beschwert. Ich habe ihre Leichen in der Müllverbrennungsanlage des Gebäudes entsorgt. Das war ein Witz. Das musste er wieder mal kommen. Shepard? Guten Morgen. Ich brauche ein Plätzchen, um es mir gemütlich zu machen. Dann mach doch. Okay, wer will Eier? Nö. Liara, Eier? Trainer? Esteban? Eier? Joker? Wo ist der Kerl? Ash, kommen Sie, ich habe Ihnen Eier versprochen. Rex? Kumpel? Eier? Kali? Sie will definitiv Eier. Javik! Nicht so laut. Guten Morgen, Shepard. Das hat jetzt gut gepasst. Das war großartig letzte Nacht. Das denke ich mal. Ich glaube, ich habe mir gestern Nacht irgendwo den Kopf angeschlagen. Wer ist? Das Badezimmer ist geputzt, Shepard. So gut wie neu. Das gucke ich mir gleich noch an, ich sag's dir. Wer ist?
Shepard, ich wollte gerade ein paar Gewichte stemmen. Sind Sie dabei? Naja, nicht wirklich. Hey, Sie sehen scheiße aus. Danke! Kennen Sie den größten Vorteil eines überladenen Biotikverstärkers? Kein Kater. Ah. Selbst normale Biotiker haben Kater, aber ich kann saufen, bis ich kotze und wache trotzdem frisch und ausgeruht auf. Solche Leute muss es auch geben, mein Freund oder meine Freundin. In diesem Sinne. Hier kann ich nichts machen. Also, wegen letzter Nacht, ich hab doch nichts angestellt, oder? Nicht, dass ich wüsste. Ich überprüfe das Extranet. Noch keine Hits. Also hab ich mir den letzten Teil vielleicht doch nur eingebildet. Aha. Trotzdem bin ich mir fast sicher, dass uns jemand aufgenommen hat. Tja, dann musst du mal rumgucken und fragen. Naja, jetzt gucke ich mir nochmal das Badezimmer an. Irgendwie fehlt mir Jarvik noch in dieser ganzen Scheiße. Jarvik? Ach, da bist du ja. Ist es jetzt soweit, über die Galaxie zu herrschen? Kniet nieder vor Jarvik. Ich habe geträumt. 50.000 Jahre waren vergangen. Es war schrecklich. Ich war allein. Die Primitiven hatten sich weiterentwickelt und beherrschten die Galaxie. Salarianer, Turianer und die Asari. Vor allem eine, Liara. Sie hatte diese Augen und diese Stimme. Und sie war blau. Nein, nein, das war nur ein Traum. Ich rieche Primitive. Es war kein Traum. War kein Traum, Jarvik. Definitiv nicht. Tja, dann würde ich mal sagen, wenden wir die Party. Zurück zur Normandie. Tja, das war das mit dem Partygedöns. Und im letzten Part geht's dann weiter mit dem Finale. Dann werde ich alles hintereinander machen, bis wir durch sind. Ne? Ja, das wird zweimal über eine Stunde gehen praktisch, weil wir werden das natürlich auch aus der Liara-Sicht alles sehen. Zwar nicht mehr ganz alles, aber weil die meisten ja gesprochenen Sachen wir schon gehört haben, aber es gibt immer noch Texte, die anders dann sind. Ne? Und ja, wir können jetzt auf die Normandie und das machen wir wieder. Und wir sehen uns dann auf dem anderen Stand wieder und machen die Party erneut. Mal gucken, ob jetzt noch was kommt. Sogar mit einem Kater. Es herrscht immer noch Krieg. Außer die Reaper haben auch Landurlaub. Die anderen wohl nicht. Versammeln Sie alle, verteilen Sie Aspirin und bestellen Sie sie zur Normandie. Wird gemacht. Jo, das wird gemacht und das ist der Zeitpunkt, wo ich sage, das war's mit dem DLC und wir sehen uns im nächsten Part nochmal mit dem DLC. Vielleicht werde ich beide an einem Tag bringen. Vielleicht, weiß es nicht. Ich denke mal ja, weil ich finde, das gehört zusammen. Und dann könnt ihr einmal die Liara-Sicht angucken oder wenn euch das interessiert, die Jack-Variante. Ne? Die Pause ist vorbei, was? Wir hatten zumindest eine Wahnsinnsparty. Vermutlich die letzte. Hör auf mit dem Scheiß. Du schickst die Reaper zur Hölle und dann kommst du zurück und führst mich zum Tanzen aus. Wir haben viel Scheiße durchgemacht. Aber es war trotzdem eine gute Zeit. Die beste. Oh Mann, nee.
Ich habe zwar die Szene jetzt auch noch nie gesehen, weil ich noch nie mit Jack so im dritten Teil dachte, dass man die haben könnte. Aber doch, wenn man den DLC hat, dann kann man mit dir noch weiterführen. Aber wenn man den DLC nicht spielt, hat man dann mit Lyra eigentlich ja ein Verhältnis. Eigentlich. Das war mir vollkommen neu, Freunde. Deswegen habe ich auch gefehlt. Hätte ich das gewusst, das ist nämlich dort, wo wir sie retten mussten. Bei der Grissom Akademie. Aha. Und das wäre. Essen nachholen. Komm, speziell Samantha Trainer. Danke, dass Sie mich mein Duell mit Tessusa angesehen haben. Das Mittagessen tut mir wirklich leid. Dann das Nachholen. Sagen Sie mir, wann die Zeit haben. Dann bekomme ich vorbei. Gedenkfeier Kolliat Kryos. Was? Ich habe gelesen, dass es normal. Ich war ein wenig überrascht, dass Alstera mir mitgeteilt hat, dass er etwas abhalten möchte, dass die Menschen ein Gedenkfeier nennen. Wo sie stattfinden, ist sekundär, aber wichtig ist, wer daran teilnimmt. Ich möchte, dass sie kommen, zusammen mit allen von der Normandie, die mein Vater kannten. Ich habe gelesen, dass man bei den Gedenkfeiern der Menschen etwas Gutes über die Toten sagt. Es scheint mir angemessen, dass Sie als Commander der Normandie diese Aufgabe übernehmen. Ich will offen sein, ich bin zu nervös dafür, denn ich könnte möglicherweise von vor allen Anwesenden eine ungebrachte Erinnerung wiedergeben. Vielen Dank, es würde mir viel bedeuten. Ja, und wo ist die Gedenkfeier, mein Freund? Offizielle Stellungnahme erforderlich. Commandership, aufgrund eines Vorfalls mit einem als Grunt identifizierten Kroganer ist Ihre Anwesenheit vonnöten. Weitere Einzelheiten erhalten Sie von der C-Sicherheit-Offizier, der auf dem Silver Strip patrouilliert. Was hat denn der jetzt gemacht? Was? Jacob Taylor, die Normandie liegt im Trockendock. Das ist die perfekte Gelegenheit, um abzuhängen, um ein bisschen Ärger zu machen. Wir treffen uns vor der Arcade auf der Hauptebene, falls Sie Interesse also besteht. Ashley Williams, bei allem Ärger mit Leuten, die etwas vortäuschen, sollten wir vielleicht auch noch eine Sache klären. Wir treffen uns an der Casino-Bar. Oder hat da jemand Angst? Also gut, haben wir beide Spielstände. Ich werde mich jetzt hier noch auf die hier beziehen, weil falls die Aufnahme jetzt scheiße aufgenommen wurde, weil ich habe sie ja gestreamt, Freunde. Und wenn das jetzt gut gekommen ist, werde ich noch mehr streamen, Freunde. Das heißt, ihr könnt live dabei sein, wenn ich die YouTube-Folgen aufnehme, Freunde. Falls es denn jemanden interessiert. Und ihr könnt mir ja auch dann Live-Kommentare stellen, wie ihr das gerne möchtet. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part, wenn es denn wieder heißt Mass Effect 3. Entweder in dieser Szene mit diesem Shepard oder in einem anderen mit einem anderen Shepard, aber auf dem genau gleichen Stand eigentlich. Vielleicht sogar noch in einem besseren, aber mal sehen. Wir sehen uns. Tüdelö.